Heute geht es um die TBL Halfspacer in 15 und optional 15 mm, wie wir die ganze Sache befestigen mit Verschraubung. Das hatten wir ja schon in einem anderen Video berichtet. Jetzt geht es darum, über diesen veränderten Cutting Block. Es ist ein ganz normaler Block, aber Sie sehen hier zusätzlich 5 Bohrungen. Und Sie beachten Sie bitte hier die Markierung, die auf 2 Löcher gezielte 0, auf 2 Löcher gezielte 5, 10 und 15 mm. Und wie das Ganze funktioniert, erklären wir jetzt. Wir haben also die Operation ganz normal bis zu dem Punkt gebracht, wo der erste Tibia-Schnitt erfolgt. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen tief angesetzt, aber es soll ja auch nur das Prinzip verdeutlichen. An der Stelle ist das jetzt, sagen wir mal, richtig ausgerichtet. Jetzt gehe ich her und öffne hier diesen Mechanismus, hier diese Schraube und entferne halt das Gestänge der Ausrichtung und sehe zu, dass dieser Block dran bleibt. Und jetzt gehe ich in diese beiden Löcher, von denen ich berichtet hatte. In diesem Falle nehmen wir als erstes die Nulllöcher. Das ist also das letzte und das davor. Und dann setze ich hier einen Pin in das Nullloch. Hier jetzt mal einen Schraubpin, aber die anderen gehen genauso. Und mache dann das zweite Loch mit dem anderen Loch. Bei den Schraubpins ist es sicherlich einfacher. Man nimmt den Adapter. Und jetzt entferne ich diese anderen Pins und habe jetzt über diese beiden Löcher diese Schablone so aufgehängt, dass ich sie tiefer setzen kann. Konkret möchte ich jetzt mal zum Beispiel auf das 10 mm Loch gehen. Das wären dann hier diese beiden Löcher, die hier gekennzeichnet sind. Und dann setze ich jetzt hier die Schablone auf die Löcher und habe das Ganze jetzt auf der richtigen Höhe fixiert. Ich kann es jetzt zusätzlich noch wieder mit Pins fixieren oder hier auch mit dem Schrägpin, um eine vernünftige Stabilität für das Sägen hinzubekommen. Und dann führe ich halt einseitig oder beidseitig dann die entsprechenden Schnitte aus. Herzlichen Dank.